Ist das etwa noch so ein rätselhafter Wirbel? Du kannst Leopold darin spüren, Tatsandra? Oh. Hä? Oh, oh nein! Hilfe! Hilfe! Katztastisch, begrüßen wir euch zu Kirby und das vergessene Land. Hier auf Katze. Weiter geht es mit der Post-Story. Wir wollen Leopold retten, wie man schon am Ende der letzten Folge sehen konnte. Tatsandra hat schon gewunken. Ja, hey, sieh nur. Tatsandra ist zu Besuch in unserer Stadt. Sie sieht leicht verärgert aus. Denkst du auch gerade, was ich denke, Kirby? Kurz nachdem wieder Frieden eingekehrt war, kamen die Tiere zum Feiern vorbei. Doch von Leopold fehlte jede Spur. Bestimmt sucht Tatsandra bereits nach ihm. Vielleicht hat sie ja schon Hinweise auf seinen Verbleib gefunden. Wir sollten sie mal fragen. Au ja! Ja, oder? Das machen wir. Auf jeden Fall. Los geht's! Auf zu Tatsandra! Wir müssen Leopold unbedingt retten. Das ist unsere letzte Mission hier im gemeinsamen Spiel. Und mal sehen, was sie sagen wird. Hallo, Tatsandra! Oh, Elfilin sieht was. Ist das etwa noch so ein rätselhafter Wirbel? Du kannst Leopold darin spüren, Tatsandra? Oh. Wow. Oh nein! Wow. Hilfe! Wo sind wir denn jetzt schon wieder? Oh, in der Galaxie. Na, sieht so aus. Ach, du grüne Neune. Dieses Gefühl. Genauso hat es sich angefühlt, als ich von meiner anderen Hälfte Ultimo Elfilis absorbiert wurde. Oh nein. Gut möglich, dass Leopold nach dem großen Kampf in diesem seltsamen Ort gefangen wurde. Komm, Kirby. Gehen wir der Sache auf den Grund. Na, selbstverständlich, Elfilin. Ja, und Bandana Waddle, die ist natürlich auch dabei. Elfilin, nicht vergessen. Isolierte Inseln, Vergessträume. Das ist eigentlich ganz spannend. Wir sammeln jetzt keine Waddle Dees mehr, sondern wir sammeln die Fragmente von Leos Seele. Und es gibt je nach Level um die 40 bis 50. Und jede Welt, die wir besuchen, ist eine Zusammenfassung einer ganzen Welt. Das heißt, das erste Level hier, die Vergessebenen, ist eine Zusammenfassung aus der ersten kompletten Welt. Also mit Ambelen Center, mit der Steinstraße, mit dem Tunnel und so weiter und so fort. Okay. Wow, jetzt hier warten schon die ersten Gegner auf uns. Ja, so. Die warten schon hier vorne. Guck mal, mit meiner Perücke und dem Scheinzeithammer. Da bist du gut ausgestattet. Wow, guck mal, da leuchtet's. Ja, das ist die Seele. Die müssen wir sammeln. Ah. Du hast ein Fragment von Leos Seele gefunden. Moment mal, da ist doch ein Teil. Oh, ist das aber schnell gekippt. Entschuldigung. Wichtigst war, dass ich weiß, dass diese gelben Punkte mit dem Glitzer außenrum müssen wir suchen. Ja, was auch immer Elgirl da gerade gesagt hat. Sie hat ein bisschen was zusammengenuschelt, aber... Entschuldigung, es war ein bisschen so. Egal, ich wollte sagen, ich weiß jetzt, welche Seelen wir sammeln müssen, also wie das aussieht und auf was ich achten muss. Ja. So, und hier sind ganz schön viele, die Radau und Rabatz machen und uns den Weg erschweren. Radau und Rabatz. Ja, aber hallo, guck mal, da sind die zwei. Die zwei von der Tankstelle. Die zwei so. Von der 13. Straße. Da ist Herrn Hähnchen. Ja, warte. Komm, wir klatschen Seele. Abklatschen. Dankeschön. Und ich habe den zweiten Teil von Leos Seele gefunden. Den dritten Teil sogar. Den dritten Teil, ja, schon drei. Ja, umso besser. Prima. Wir schauen mal, ob wir alle finden. Ich habe damals alle gefunden, aber auch nur, weil ich, weil ich wollte, dass wir auch alles zu 100% durchspielen. Ich weiß jetzt nicht, ob das immer notwendig ist. Ja? Es kann auch sein, dass wir, weiß nicht, so 90% sammeln müssen. Aha. Aber wir finden es raus. Wir spielen einfach. Wir gucken. So, erstmal hier wieder ein bisschen aufräumen, dass wir in Ruhe durch diese schöne Ebene marschieren können. Achtung, nimm das und das jetzt. Da vorne, da oben ist die nächste Seele. Oh, Achtung, ich schaffe uns Zugang. Kavum. Sehr gut, Elge. Und du hast es sehr gut eingesammelt. Und ein Rabbüffel. Kavusch. Bäm. Schön zirkwitsch. Oh,
Weg da! Was sind denn das für Knutschkugeln? Hey. Ja, die kennst du doch. Ja, und lass mich in Ruhe. So, eine rote Münze. Ich sag mal so, du klopfst die Gegner weg und ich gehe schon mal vor und sammle die Fragmente. Okay, dann Achtung. Oh, aufräumen. So, wer will noch mal? Wer hat noch nicht? 2 Münzen einsammeln. Das in der Mitte kannst du holen. Ich geh schon mal weiter. Hep. Da ist Nummer 3. So. Und hinter der Sitzbank ist die letzte. Boah, gut versteckt. Ja, das stimmt. Boah, da oben ist eine Milchpackung. Und 3 Fragmente. Ja, warte. Lass mich zuerst noch einen kleinen Milchshake zu mir nehmen. Aber eigentlich muss ich mir einen Milchshake holen. Ich kann ihn auch holen und dich abklatschen. Ja, okay. Okay, und njom, njom. Abgeklatscht. Komm, weiter geht's. Der war echt lecker, der Milchshake. Das war Milchshake Erdbeere. Erdbeere. Erdbeere, so. Aber eigentlich war es ja nur ein Milchkarton. Ja, egal. Da war versteckter Milchshake drin. Ach so, okay. Achtung, die Bombe. Manchmal hey. Siehst du Gegner, wie zum Beispiel den Entdecker, in so einer schwarzen Hülle, wie hier. Ja, ja. Das sind Gegner, die immer ein Fragment haben. Ah, okay. Interessant zu wissen. Und also, Achtung, hier ist noch ein Schalter, den aktiviere ich mal kurz. Und kaboom, nächstes Seelenteil. Und weg da mit dir. Und der nächste auch noch. Klasse, klasse, weiter, weiter. So, jetzt kannst du die Fähigkeit wechseln, wenn du möchtest. Weiß ich nicht. Also ich finde den Hammer eigentlich ganz cool gerade. Okay, dann haben wir jetzt einen kleinen Endboss. Oh! Und das ist dein großer Bruder. Das hättest du mir ja mal sagen können. Dann hätte ich mir überlegt, ob ich die Fähigkeit wechsle. Komm, den schaffst du, den schaffst du. Hey, gib mir meinen Hammer zurück. Aber auf den Putz, boom, 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 boom. Vorsicht, der wirbelt. Ja, ich sehe es. Achtung, ausweichen. Und jetzt. So. Bam, 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 bam. Aber lauf nicht in den Gegner rein. Du musst stehen bleiben, wenn du attackierst, nicht weiterlaufen. Okay, boah, der schießt Disteln oder so ähnlich. Ja, ich dachte immer, es wären Kastanien, aber es kann natürlich auch sein. Achtung, die explodieren Disteln auch. Disteln sind es auf jeden Fall nicht. Boah. So, jetzt. So. Und jetzt, komm. Push. Aber nicht reinlaufen. Ja, Entschuldigung, jetzt. Und so typisch Elgirl. Und jetzt. Boah. Selbst nach 20 Folgen läuft sie in die Gegner rein. Achtung, Disch. 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 Hammer brauchen wir nicht, den haben wir schon. Sieht aus, als hättest du an diesem Ort bereits alle Fragmente von Leos Seele gesammelt. Echt? Lass uns mal im nächsten Gebiet nachsehen. Auf jeden Fall. Ja, das sagt sie jetzt in jedem, oder er, ich vergesse immer, dass Elfie männlich ist. Das sagt er jetzt in jedem Gebiet, aber wir überspringen das dann immer, weil er immer das Gleiche sagt. Boah, da ist ein Schwertkämpfer. Ja, mach den Blatt oder saug ihn ein, was auch immer. Warte, ablegen und einsaugen. Und jetzt bist du Batman. Cool, richtig cool. Batman. Batman. Was sind das für störende Geister? Lass Das sind Huibuis. Lass mich in Ruhe. Echt, sind das Huibuis? Nein. Nicht? Okay. Wie nennst du die Geister? Wie würdest du sie nennen? Huibuis. Also nein, gerade eben hast du selbst gesagt, sind das Huibuis und nicht nö? Und du auch, okay. Wie nennst du sie Huibuis? Ja, aber Geister sind immer Huibuis. Ach so. Aber ich wollte wissen, ob das gleiche Huibuis sind, wie wir sie schon kennen. Aber wenn sie nicht so heißen, dann heißen sie Gustav Geist. Gustav Geist. Gustav Geist. Ich glaube, irgendein anderer Gegner heißt schon Gustav. Ja? Dann müsste ich nochmal in die Liste von Gumas reingucken. Oh, okay, dann halt Gernot Geist. Gernot Geist, okay. So. Boah, doof. Und es gibt die Geister noch, die laufen können. Die haben wir auch gerade eben besiegt. Wie heißen die? Laufende Geister. Die habe ich nicht gesehen. Die muss ich erst angucken. Und gucken, was für ein Name zu denen passt. Na gut. Hier scheint es nichts mehr zu geben. Nee, komm, Gernot. Wir müssen jetzt hoch. Ich bin doch kein Geist. Ach so. Ich bin Dieter, der Dosenautomat. Dieter, der Dosenautomat. Hey, komm, Dieter, beeil dich. Achtung. Liebe Grüße an alle, die Dieter heißen. Ja. Jetzt hier, laufende Geister. Geh mit dem Auge. Gute Frage. Timur, der Tonnengeist. Timur, der Tonnengeist. Timur. Ach, Timur, aber warum Tonnengeist? Ja, der sieht aus wie so eine kleine laufende Tonne. Hast du es nicht gesehen? Nein. Da musst du mal drauf achten. Was du erfindest so komische Namen. Warum denn? Timur, der Tonnengeist. Das war mutig von dir. Ja, manchmal wird Mut belohnt. Und aber in dem Fall war es so. Eigentlich also, immer, eigentlich immer. Ja, das stimmt. Selbst wenn man nur eine Erfahrung macht. Und jetzt geht es da oben. Wie ist man da nochmal hochgekommen? Das ist eine gute Frage.
Soll ich vielleicht mal ausspucken? Ja, wahrscheinlich musst du. Okay. Weil wir einen Schalter suchen. Wir suchen einen Schalter. Ja, okay. Warte mal. Also hier scheint kein Schalter versteckt zu sein. Außer rechts unten vielleicht noch. Warte, ich spucke jetzt hier mal aus und dann kann ich besser laufen. Ich kann ja immer noch einsaugen. Ja, hier, der Schalter. Ja, ich habe ihn gesehen. Nee. Und wieder zurück in den Kasten. Jawohl. Und dann kannst du oben die Stahlkisten kaputt machen. Ja, ich habe sie gesehen. Und jetzt hau auf den Putz. Achtung. Gerade ausgucken, ja. Ich hol die Seelen. Und dann haben wir, glaube ich, alle. Ja, wir haben alle. Dann können wir jetzt durch diese 3-Sterne-Tür gehen. Okay. Muss ich nicht. Sonst hättest du was gesagt. Ich würde sagen, muss ich alle Kisten zerstören, aber... Nö. Das hat so gereicht. Nur die Fragmente sind wichtig. Es gibt hier keine versteckte Waddle Dees, so wie in den normalen Games. Es gibt nur die Fragmente. Da habe ich nicht aufgepasst. Elgirl, Vorsicht. Nimm den Bomben-Mini. Der war weg. Du hast ihn besiegt. Oh, Entschuldigung. Toll. Aber da oben warten noch ein paar. Kannst auch eine Bombe einsaugen, Alter. Ja, warte. Rip. Auch. Yum, yum. Okay. Er will noch mal, wer hat noch nicht. Jetzt vorsichtig weiter. So. Und warte. Da vorne ist, ein Rabüffel. Ich glaube, du hast, guck mal, jetzt Gustav die Rolle. Ich glaube, das war Gustav. Nein, Regina die Rolle. Ach so. Regina die Rolle. Achtung. Rip. Und wer war nochmal Gustav bei dir? Weiß ich nicht mehr. Keine Ahnung. Aber Glumatz wird uns das schon sagen. Ja, wir müssen nur in seine tolle Liste reinschauen. Hey, mein Helm! Jetzt. Achtung! Was haben wir da? Ein paar Münzen. Okay, Achtung! Einsammeln. Glaubst du, meine Bomben zerstören die Felsblocken? Brocken? Die Felsblocken? Entschuldigung. Bestimmt. Felsbrocken. Nee, Felsblocken finde ich ganz... charmant. Ja? Oh, bitte! Ich habe Pilzragout gemacht, indem ich sie gegrillt habe mit meinem Feuer. Oh, lecker Tomate! Ja, können wir ein richtiges Festmahl zubereiten mit Pilzen und Tomaten. Genau, High Five würde ich sagen. Wir sind wieder aufgefüllt. Das war ganz schön. Hey, ja. Kennst du das? Ja. Oh nein, da war das Robby die Robbe. Achtung! Aber nicht so viel auf einmal. Siehst du, die explodieren dann. Ja, ich dachte, die können fahren. Ja, aber nur eine. Die muss ja erstmal Reifen kriegen. So, okay. Folgende Challenge. Ja? Drücke die 3 Schalter. Normalerweise macht man das, glaube ich, mit der Entdeckerfähigkeit. Aber da wir zu zweit sind, kriegen wir das auch zu zweit hin, oder? Ja, bestimmt. Warte, schweb jetzt. Wir haben alle gedrückt. Ja. Ich bin abgestürzt. Ja, aber ein bisschen schneller drücken. Nicht so langsam runterschweben. Okay, warte. Okay. Los geht's. Und los geht's. Ich mach den hier an der Seite. Okay, aber schnell. Ja, ich beeil mich. Jetzt. Wow, Achtung. Hey, Girl. Ich war zu langsam. Ich bin zu lange geflogen. Aber du hast die Seelenfragmente hier geholt. Oder das Seelenfragment. Ja, ich fliege jetzt rüber und mache alles kaputt. Propeller. Schneller Propeller. Die Oma sitzt im Keller. Okay. Achtung. Weg da, du Schwertmeister. Dann geht's jetzt runter. Wo runter? Hier. Jetzt müssen wir schnell sein. Kennst du noch die... Ja. Oh nein. Schnell. Gib Gas, Kirby. Gib Gas, mein Freund. Gib Gas. Boah, irgendwie hast du schnellere Beine als ich. Guck mal, Kirby macht Nimm die Beine in die Hand, Kirby. Nimm die Beine in die Hand. Und jetzt, Achtung, es kommen 2 Schalter. Aktivieren. Gut. Boah, bam. Boah, Burger und Seelen. Ein leckerer Burger, 3 Fragmente und... Ja, klasse. Und sehr gut gemacht, würde ich sagen. Ja. Oh, warte mal, hier ist der Stern. Wir haben irgendwo was vergessen. Weil Elfilin sich nicht gemeldet hat. Ah, da hinten. Ich sehe es auch leuchten. Holst du's? Jo, ich hol. Okay, ich warte hier. Boah, die Kamera bringt mich zurück. Das geht nicht. Okay, ich komm ein Stück mit. Warte. Okay. Achtung, da vorne ist ein Radauzer. Wow. Rabüffel. Nee, wie heißt die? Kleffi. Vom Radauzer, Rabauzer zum Rabüffel und ja, Kleffi. Okay, los geht's. Jetzt sind wir im Ambilene Center. Tio, eine Shoppingtour für uns. Ein paar Seelenfragmente shoppen. Vorsicht. Eine Mischung aus Vergnügungspark und Ambilene Center, oder? Ja, so eine Mischung. Ja. Warte, wir müssen kurz nach links, da ist noch ein Schalter hier. Ah ja, gesehen. Jetzt über das Förderband, über das Laufband. Boah, wie beim Flughafen. Ja. Zack, weg mit dir. Okay, und auf die andere Seite. Los geht's.
Und jetzt gerade aus sich. Achtung, Elgirl! Ah, das ist nicht so mein Hindernis mit dem Karussell. Das war es auch schon im Freizeitpark nicht. Achtung, oh, noch ein Karussell. Ja, das wird nochmal knifflig an der Stelle. Besser ausweichen. Ausweichen ist einfacher. Oh, jetzt. Achtung, warte, schwebt. Uiuiui. Und runter. Und ja, geschafft. Elgirl, du machst es viel zu spannend. Ja? Naja, weiß nicht. So. Oh, Hase besiegt. Oh nein, genau. Noch ein Karussell. Ja, aber da kann man durch. Schnell. Guck mal. Durch die Technik hier kannst du einfach drüber springen. Und ich flieg lieber. Ja, okay. Und fliegen. Uiuiui. Warte mal. Oh ja, ich sehe es. Zack, geholt. Wow, und zurück. Du bist ein richtiger Turner. Dankeschön. Bitteschön. Jetzt bitte ich dich darum, rechts unten einen Schalter zu aktivieren. Ich bleib hier oben auf dem Laufband. Rechts unten? Jo. Warte. Oh, hier, Moment. Okay, warte, lauf noch nicht weiter! Entschuldigung! Hast du es geschafft? Ja, gerade noch. Boah, super! Du bist halt ein Alleskönner. Aua! Naja, ich gebe mir Mühe. Ja. Aber alles kann ich nicht. Oh nein! Oh, knappe Kiste, hier geht's rasant zur Sache im Ambulance Center. Ja. Achtung! Kann man wohl laut sagen. Babopfen verteilt und ein Stock weg. Hier gibt es Fleisch. Fleisch. So. Hol dir das Fleisch, dann hast du wieder wertvolle Energie. Das ist alles für dich. Ich brauch's nämlich nicht. Njom. Dankeschön. Und dann geht's hier unten weiter. Feuer Heini. Schritte zurück. Wir kommen. Und jetzt musst du aber vorsichtig sein. Ja, weich aus. Achtung. Boom. Perfekt. Und, das war knapp. Ah, die Kamera zieht mich so komisch hoch. Kiste. Oh, wir können doch kurz hochgehen. Ja, und rechts unten ist das Letzte. Ja, warte. Warte, ich hab's doch. Ja? Ja. Okay, warte. Jetzt runter. Und? Komm, L-Girl, hier unten. Okay, warte, du hast es. Ich bleib hier stehen. Aber geh nicht aus. Durch die Tür. Wir holen noch die drei Fragmente. Wo sind die? Ah, da, ja. Ich hole sie, du gehst. Okay, du kannst jetzt durch die Tür gehen. Alles klar, Chef. Boah, und los geht's. Okay, nächster Abschnitt und der ist richtig knifflig. Oh je, ich sehe schon. Aber sei vorsichtig. Perspektivenproblem. Oh nein. Und da vorne ist ein Hütchen. Ein Hut. Ein Kegel. Ein Kegel, genau. Der Kegelstopfer. So, jetzt. Oh, Geld. Super. Ein paar Münzen. Die sind gut für die Waddle. Die standen jetzt da durch. Knapp. Sehr mutig. Kiste. Achtung, jetzt kommen Hasen. Boom. Nochmal. Warte, boom. So. Jetzt müssen wir einmal zu dem Kasten laufen. Da hinten? Das schaffst du. Okay. Wow. Jetzt kaputt machen. Bam. Und gleich weiterlaufen. Und runter. Wow. Das war gut. Ja, aber ganz schön knapp. Jetzt hier vorsichtig sein. Nein. Oh. Warte, ich mache ihn für dich platt. Okay. Du warte. Oh. Ich habe die Plattform kaputt gemacht. Aber du kannst einmal querspringen. Ja? Oh. Ja. Warte. Moment. Das schaffe ich. Warte. Geradeaus. Sehr gut. Und gleich weiter. Perfekt. Ja. Okay, warte auf mich jetzt. Ja, okay. Achtung, der wirft auf dich. Oh, Elgirl. Hä? Du hast deine doppelte Energieleiste nun offiziell verloren. Nein. Naja, okay. Ja, da bist du richtig. Und dann gleich rein. Ja, warte. Cool. Wassermarsch. Das ist ein Bombenheini. Au. Weg da, Bombenheini. Hier Honigmelone, zack. Und weiter geht's. Und Sprung übers Geländer. Hier, bitte nicht den Kegel einsetzen, auch wenn es hier gefährlich ist. Okay. Was ist, fällst du in die Tiefe? Nein. Vorsicht. Okay, warte. Und rüber, ja. Oh. Kann ich da kurz stehen bleiben auf der Plattform? Auf der Sternenplattform, ja. Okay, warte. Und super. Sehr gut. Oh nein. Du kannst einmal drüber springen, tatsächlich. Ich hab's versucht. Warte. L-Girl. Wie so eine Ente drüber gewatscht ist. Guck mal da rein. Da war nochmal Energie. Ein paar Münzen. Und ich würde kurz übernehmen, weil das ist ein bisschen knifflig, ja? Ja, so, bitte. Wir tauschen ganz kurz Joy-Cons für diese Angelegenheit. Okay. Zack. Und gleich weiter. Aber du sollst meinen Waddle Dee nicht runterschmeißen. Entschuldigung. Okay, tauschen wir wieder zurück. Entschuldigung, okay. So, oh nein. Nächster Abschnitt. Oh,
Oh, das ist schon schwer. Ja, das sind auch die letzten Level hier im Spiel. Die sind nochmal richtig schwer. Okay, warte. Und ich muss warten, bis der Block erscheint. Okay. Und los geht's. Und jetzt nach rechts. Achtung, warte. Und... Vorsicht, aber vorsichtig. Oh, Hähnchen geholt. Wow, gut gemacht. Gerade noch so. Jetzt da nach oben. Wow. Achtung. Jetzt Vorsicht. Warte, ich mach sie platt. Okay. Achtung. Oh, aber fall jetzt bitte nicht runter. Es tut mir leid. Alles gut. Okay, warte. Du kannst sogar schummeln. Du kannst von der Plattform zu mir springen. Guck, hast du gesehen? Gut. Oh, sehr gut. Willst du es versuchen? Komm. Und los. Ja. Okay, warte. Ja, warte. Wir warten, bis die Brücke wieder gebaut wird. Also der Kegelstopfer ist hier noch wichtig. Oh, der ist super, aber ungeschickt zum Laufen, ne? Ja, aber das ist die Herausforderung. Ja, okay, los, Kirby, Oh nein! Okay, komm, den Abschnitt machst du und dann dieses Knifflige, die knifflige Stelle, da tauschen wir nochmal. Ja, machen wir das so. Ja. Aber das machst du noch allein, bitte. Okay, ja, warte, so. Ich hol schnell kurz den Stern. Ja. Kann ich da springen vielleicht oder soll ich lieber laufen? Du kannst springen. Okay. Aber sei vorsichtig. Wow, geschafft. So, und jetzt komm, da kannst du aber theoretisch auch noch durch. Ja, dann lauf. Lauf schon mal. Komm her. Wow. Und hier an der Stelle tauschen wir nochmal kurz. Dann lauf ich für dich den Parcours hier durch, ja? Aber du schmeißt mein Waddle Dee bitte nicht runter. Okay, ich gebe mein Bestes. So. Da sind drei Seelen. Die sind super wichtig. Ja? Ja, denn jetzt haben wir offiziell alle und die letzten kriegen wir vom Endboss. Oh. Ja gut, es passt. Wir können jetzt schon hochgehen. Ja? Ja, wir haben schon alle Seelen. Okay. Oh, Entschuldigung. Alles gut. Ganz vergessen, du. Ich muss ja vorher drüber. Ich kann ja fliegen. Und los. Ich komme. Oh, Achtung. Und jetzt schnell da raus und dann hochklettern. Ausspucke. Oh, ui, knapp. Hol dir noch einen Tornado, wenn du willst. Windstoß 3000. Und dann Bitterwind. Dann geht's in den Stern, L-Girl. Ja, ich komme. Hip. Und Kaderbomben. Zeit für den großen Endboss. Glaubst du, ich soll die Fähigkeit nochmal tauschen? Na ja, versuch's mal mit dem Ja, Hammer ist gut, aber versuch doch mal den Entdecker. Ja? Ja, ich würde dir den Entdecker empfehlen. Okay, dann versuchen wir es mit dem Entdecker. Weißt du, wer jetzt kommt? Nee. Guck mal, da vorne steht er schon. Kommt er dir bekannt vor? Dino. Warte. In ganz anderen Farben. Oh, nee. Gorillos, das war nicht so ein schöner Gegner, wie ich fand. Illusion Bizeps-Bestie Gorillos Phantom. Toll. Komm. Boom. Hey. Oh nein. Nicht, dass du dich zerquetscht. Oh nein. Aua. Das tut weh. Ja, mega. Hier, Gorillos, hier. Vorsicht. Denk an uns ausweichen, so wie im Finale, wie in der letzten Folge. Ja, da hatte ich aber noch eine Eisfähigkeit. Ja, das stimmt. Die war ein bisschen besser. Achtung. Oh nein, vorbeigeschossen. Hier, Gorillos, wir machen dich platt, mein Freund. Ich wollte eigentlich weg, ausweichen. Hey, lass mich los. Nicht, dass er dich platt macht. Boom. Stark bleiben, L-Girl. Auf jeden Fall. Boom. Ja, das war ein guter Schuss. Dankeschön. Oh, Achtung. Boah, ich bin ausgewichen. Hast du es gesehen? Nee, ich konzentriere mich gerade auf meine eigene Figur da hinten. Gib mir mein Arm. Ich bin ja im Nahkampf. Zurück. So. Achtung. Jetzt kann man wieder attackieren. Guck mal, seine weißen Bartstoppeln. Ja? Wo? Da. Der sollte sich mal wieder rasieren. Oh nein. Hey, ich stampf doch nicht ständig. Der hat eine coole Kette, so eine Ankerkette, fällt mir gerade vor. Ja, aber... Ja, zu ihm passt sie auf jeden Fall. Stell dir mal vor, Kirby oder der Waddle Dee würden so eine Kette tragen. Oder du. Oder ich, nee. Der Anker ist ein schönes Symbol, finde ich, aber die Kette ist ein bisschen grob. Nein, ich habe mein Held verloren. Komm. Ja, sei konzentriert. Warte, ich versuche mein Schnellstes. Ey, Girl, schnell. Hol dir die Entdeckerfähigkeit. Oh ja, gerade noch so. Komm, wir haben die Hälfte schon abgezogen. Die Hälfte, aber ich habe auch kaum Energie. Und ich habe schon wieder meinen Helm verloren. Hol dir deinen Helm. Schnell. Oh ja, Und jetzt wird er nochmal richtig wütend. Einmal aufladen, L-Girl. Warte. Aber länger aufladen, das ist noch effektiver. Oh, ich habe den Helm.
wieder verloren. Hol dir dein Helm. Jetzt. Oh. Und dann schützen und jetzt attackieren. Oh. Achtung. Oh. Jetzt. Von hinten. Oh, Vorsicht. Oh, der klatscht dich. Nein. Nein. Bitte. Sein Motto lautet, I'm a Clutchman. Oh. Der war ein großer Clutchman. Okay, vielleicht doch eine andere Fähigkeit. Weiß ich nicht. Vielleicht doch der Hammer? Ja, meine ich ja. Andere Fähigkeit. Ja, okay. Ja, ich dachte, vielleicht ist mein Wind auch nochmal da. Nee, du hast nur die zwei. Okay, dann jetzt lieber im Nahkampf. Vielleicht bin ich da besser. Okay, probieren wir es. Auf ein neues. Nicht aufgeben. Niemals. Die Katzen-Community gibt niemals auf. Wir bleiben dran. Ding, ding. Ja, der hat schon richtig... Weißt du, das sieht nicht aus wie Bartstoppeln, sondern wie Pickel. Hey, die Pickel. Lass ihn los. Hat der Pickel? Ja, das sieht nicht aus wie Bartstoppeln, sondern wie Pickel. Ach, was? Nein. Weißt du, was der für eine gute Hautpflege führt? Okay. Vorsicht! Wow, hey! Oh, nochmal ab in der Klatsch wieder! Ich schwing meinen Hammer! I'm a Clutchman! I'm a Clutchman! Wow, ich hab ihn ausgewichen! Bam, bam, bam! Mitten ins Gesicht! Gleich die Hälfte abgezogen! Oh, nein. Oh, mit dem Hammer ist es doch besser! Der hat meinen Hammer! Der hat meinen Hammer! Hol dir deinen Hammer zurück! So! Achtung! Und hau rein, hau rein! Ja, warte! Bam! Wow. Sehr gut, sehr gut, sehr gut! Richtiger Schaden, richtiger Schaden! Hey! Ich sehe mich nicht mehr! Oh nein! Der hat meinen Hammer geklaut! Ich gebe meinen Hammer zurück! Der ist ein Clutchman! Du Gorillas! Wow, warte! Vorsicht, Vorsicht! Jetzt kommt er als Ballerina wieder zurück! Ding, ding, ding! Ding, 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 ding! Und jetzt! Volle Kraft voraus, wir können volle wieder attackieren! Volle Kraft voraus! Ich komme! Vorsicht! Ah, hey! Achtung, jetzt aber! Jetzt hau rauf! Und mit das! Und, klatsch mich nicht! Klatsch mich nicht! Because he is a Clutchman! Clutchman! Jetzt! Oh nein! Jetzt bringt einen Clutcher zurück! Ja, warte! Erstmal hier mein Hammer wieder! Und ausweichen, ausweichen! Oh, Achtung! Boom, hey! Boom, boom, boom! Boom, 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 boom! Hey, damit lasse ich immer meinen Hammer! Okay, ich mach schon mal weiter, aber Achtung, du hast nicht mehr viel Energie. Achtung, ja, ich versuche mein Bestes. Jetzt, und voll in den Oberschenkel. Oh, der Oberschenkelschlag hat ihn voll zerstört. Der hat grüne Zähne. Echt? Der hab ich gar nicht gesehen. Oder so blau-grün. Vielleicht hat er Schlumpfeis gegessen. Die letzten 10 Fragmente von Leo. Yeah, wir haben sie beisammen. Alle 50 sogar, um genau zu sein. Vom Schlumpfeis-essenden Godzillos haben wir den Rest bekommen. Gorillos. Gorillos, Entschuldigung. So. Und da wären sie dazu gezählt. Leos Seele. Ah, 50 von 50. Alle gefunden. Insgesamt gibt es, glaube ich, 300, wenn mich nicht alles täuscht. Oh je, Mine. Also dann, rauf auf den Warpstern und adios, amigos. Was? Hi. Da ist die nächste Welt. Ganz grün. Vergessküste. Uiuiui. Ui. Okay. Und jetzt werden uns noch diese 50 Fragmente gut geschrieben. Aha. Wie du sehen kannst. Ah. Und dann können wir die Reise fortsetzen. Die Frage ist nur, wie wird es weitergehen? Meine Lieben, bleibt katztastisch.